bin Tim Aufderheide, habe Elektrotechnik bei KIB in Kooperation studiert und im Zuge meiner Abschlussarbeit habe ich hier einen Messestand entwickelt, in dem wir alle unsere Produkte in einem kleinen, kompakten System darstellen. Das fängt an mit Elektromotoren, die oben in der Skateboard-Kinematik drin sitzen, haben dann unsere Umrichter, die die Elektromotoren ansteuern. Dann haben wir die Steuerung, in der ich der ganze Software-Teil programmiert habe. Überwacht wird das mit unserer Safety-Steuerung, mit der ich unterschiedliche Sicherheitsfunktionen in dem System auslösen kann. Und zu guter Letzt haben wir auch noch eine Internetanbindung, mit der ich von überall auf das System zugreifen kann. Sobald es quasi an den Strom angeschlossen ist, verbindet es sich automatisch ins mobile Netz und ich kann eben Software-Updates oder die Maschine steuern von überall, von wo ich möchte. In der Hauptfunktion können wir die Chips erstmal nach der Farbe sortieren. Dazu tun wir sie in ein Magazin. Von dort werden sie aufs Förderband transportiert über einen kleinen Drehteller. Laufen dann auf dem Förderband, werden dynamisch vom Förderband runtergenommen, angesogen von einer Vakuumpumpe, zum Drehteller befördert. Dort synchronisiert der Roboter mit dem Drehteller und legt die Chips dann eben ab. Und wir können die Geschwindigkeit eben durch diese Sicherheitslichtschranken, die wir da auch drin haben, im Sicherheitssystem dynamisch verändern. Mit unserer neuen App können wir über Bluetooth aktuelle Parameterdaten auslesen, wie die Geschwindigkeit des Umrichters, die Position, den aktuellen Strom.